Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal GenTV. Jo, heute machen wir ein Video auf meinem Kanal, wo wir fliegen. Genau, auf der Erlengrad-Karte. Genau. So, fangen wir mal an. Und fahren mal los. Ich habe extra einen stärkeren Trecker besorgt, weil der vorige ja nicht damit klarkommt. Selbst der quält sich schon ab. Ja, ich habe jetzt großartig nicht so was zu reden, aber ich denke, dass es den einen oder anderen doch interessiert. Und für alle Neuen können gerne ein Abo dalassen, liken, kommentieren. Ja, würde mich freuen. Genau. Oh, Traktor. Du machst mir mein Feld kaputt. Was ich mit einer Walze extra gewalzt habe. Ja, ich hoffe, dass ich bald mal wieder mehr Drescharbeit machen darf. Ohne dass dieser Traktor sich jetzt mal in die Richtung bewegt, wo er sich nicht bewegen soll. Ja. Das andere Feld, das gilt jetzt nicht dazu. Nicht wundern, wenn ich da drehe. Aber was weg ist, ist weg. So sehe ich dort. Deshalb stört es jetzt auch nicht, ob es jetzt da ist oder halt weg. Deshalb, was wir mitmachen, umso besser. Jo. Ja, ich hoffe, also hier auf diesen Feldern werde ich jetzt dann Weizen drauf sehen. Und dann, ja, wenn es dann soweit ist, wird es dann auch wieder ein Video geben darüber, wie ich das abernte. Ja. Und ich mache noch eine Eigenwerbung. Wer möchte mit mehreren Mitspielern zu spielen, kann sich gerne bei mir melden. Einfach in die Kommentare schreiben. Und dann kann man ja Discord austauschen oder so. Dann wären die Videos auch unterhaltsam. Genau. So fährt der 15 Berg hoch mit 12 km/h. Ja.
Ja, extra einen großen Schlepper geholt, weil der vorige, der ist glaube ich nur 100 km/h gefahren. Selbst der quält sich einen ab. Und falls gefragt wird, ob ich streamen tue, im Moment nicht. Da liegt es daran, ich bin dran, Internetanschluss, dass ich schnelleres Internet kriege. Ich habe nur 16 Mbit. So. Wann ich schnelleres kriege, das dauert. Es gibt hier eine Firma, die soll das machen oder macht es auch. Die nennt sich Deutsche Glasfaser. So. Ich weiß aber noch nicht, wann das passiert, da die mir sagen, dass das ein Nachanschluss ist. Kann sein, dass es schnell geht, es kann aber auch sein, dass es sich noch ein halbes Jahr hinzieht. Dass er da schon mal Bescheid wisst. Als die Frage sein sollte, ob ich streamen tue. Also im Moment ist das nicht meinem Interesse. Oder eigentlich schon gewesen, aber im Moment aufgrund der tollen Internetverbindung leider nicht. Rum. So, haben wir das Feld jetzt geschafft. Theoretisch könnte man auch jetzt noch eine Walz nehmen und könnte das Feld walzen. Traktor macht keine Spirenzer hier. Der Traktor will heute nicht. Hinten das Feld, das machen wir aus dem Grund nicht, weil da so ein Zaun ist, weil ich spiele ja auf so einem Server und diejenige, die wollte da einen Zaun hin haben, deshalb kann ich da so toll fahren. Ja. Deshalb mache ich da erstmal, wo keine Zäune sind, weil ich mag keine Zäune, die im Weg sind. Gerade wenn man mit so einem riesigen Ding hier fährt, ist das echt schwer, da rumzukommen. Meistens, wenn ich nicht streame, lasse ich einen Helfer das machen, aber ja, wollte ich jetzt ungern machen, wenn ich ein Video mache. Fahre ich lieber mein Zeug selber. Also für die Interesse haben, da werde ich, wenn ich das Video veröffentliche, die mitspielen möchten, werde ich mein Discord-Profil mal reinschreiben, dass ihr euch per Discord melden könntet, die Interesse daran haben. Genau. Warum stehen eigentlich auf dem anderen Feld Kartoffeln? Naja. Dann sollte er stehen. Der Traktor, der zieht echt wie Blei, wenn es ums Lenken geht. Ich habe jetzt kurz mal aufstehen müssen, weil ich was ausschalten musste. Weil ich mag das nicht, wenn ich Stream oder Video aufnehme, dass im Hintergrund noch Musik läuft. Ich hoffe, dass es nicht ins Mikrofon gekommen ist. Naja, ansonsten kommt das Video nicht. Dann muss ich jetzt nochmal neu machen.
In der Regel sollte das eigentlich nicht drauf sein. Aber wie gesagt, das Video werde ich mir eh nochmal anschauen. Weil wenn da Musik drauf ist, kann ich das eh nicht veröffentlichen, sonst würde das YouTube eh wieder runternehmen wegen dem Urheberrecht. Darf ja keine Musik drin sein, die da nicht reingehört. Finde ich zwar irgendwo, naja, dass man das nicht darf. Aber gut, wenn YouTube das so will, dann ist das halt so. Naja, nächsten Monat kommt erstmal ein neuer Monitor. Eigentlich sollte der diesen Monat kommen. Aber der kommt nächsten Monat. Höchstwahrscheinlich. Weil diesen Monat habe ich mir erstmal einen neuen Schreibtisch geholt. Da ist ein Teil von gekommen, also heute, wo ich das Video mache, und ein Teil kommt dann morgen. Naja, die Firma, die es mir liefert, naja, ich find's toll, dass das gut gefunden, wenn das Zeug heute komplett gewesen wäre. Nein, kommt heute ein Paket und morgen ein Paket, super. Aber egal, es ist leider so. Das ist wahrscheinlich wegen dem einen Thema. Ich werde es hier nicht ansprechen. Für die, die es wissen, die wissen es. Ja. Aber es nervt halt. Echt extrem. Wegen dem einen Thema, dass die Lieferketten da so überlastet sind. Zu frühen Zeiten, da hast du ein Paket geschickt. Das war am anderen Tag gleich da. Und heute machen sie so. Naja, egal. Der Traktor, der quält sich aber echt einen ab. So, hier schön drüber gerobert. Fertig ist. Komm, Traktor, jetzt. Zieh. So, dann haben wir ein Feld fertig. Das Feld denn nicht. War das eigentlich nicht noch. Doch nicht fertig? War der Meinung, das war noch nicht fertig. Komisch. Naja. Gut, dann machen wir das andere Feld jetzt auch noch. Aber bei dem Feld werde ich erstmal einmal drumherum um das komplette Feld gleich fahren. Weil das echt wegen dem Zaun halt die Sache ist. Aber es sollte gehen. Ich wollte eigentlich Montag schon ein Video machen, aber das ging nicht so. Weil das ein bisschen kompliziert war. Naja, nicht kompliziert, weil ich halt bin zurzeit auf Jobsuche noch.
weil ich leider von der Firma, wo ich eigentlich gearbeitet habe, einen Aufhebungsvertrag bekommen habe und ja, muss ich zusehen, einen neuen Job zu finden. Weil ich bin einer, ich will von den Steuergeldern nicht abhängig sein. Weil ich möchte nicht, dass andere Leute für mich arbeiten gehen müssen, um meinen Lebensunterhalt davon zu bezahlen. Gut. Oh, der fährt ja schneller. Junge, was ist mit dem Traktor los? Diese Bäume. Ich liebe diese Bäume. Warte mal. Wir machen jetzt Folgendes. Ich werde diesen Baum jetzt hier absägen. Dass wenn ich beim nächsten Mal wieder hier bin, dass die weg sind. Und sobald ich weiß, stehen noch mehrere hier. Das Ding kommt gleich weg. Immer was zu tun. Das ist gut. Recht gut. Ich muss auch mal ins Mikro kommen. Wo ist der Baum? Mist, ich kann nicht abdecken. Naja. Dieser Baum, der muss noch weg und wieder gehen. Und wieder eine Fichte. So, haben wir noch 4, 5, 6 Bäume und dann soll es gut sein. Weil wie gesagt, wenn ich fahre, dann sehe ich das nicht. Und ich muss ja sehen, wo ich fahre. Deshalb müssen die Bäume halt ja weg. Wie soll es wohl nicht gehen? Das sieht doch schon auch mal herrlich aus. Ein kleiner Mini-Baum da, der da im Weg steht, aber ansonsten sollte es jetzt gehen. Das ist ja herrlich. Weil nämlich beim Ernten, da war das echt kompliziert. Das ist kein Baum im Weg, wie soll das sein? So, und das ist der Zaun da, den ich meine. Wo da noch ein paar Zentimeter Platz wäre.
drehen, wenn das klappt. Ich muss da mal weg, wenn es geht. Oder halt nicht. Ich brauche mal Traktor. So, noch was im Wege hier. Muss aber dann noch weg. Jetzt ist es weg. Dann lieber zweimal rumgefahren, ehe es vergessen wird. Ah, wir fahren nicht wieder hier runter. Wie wir fahren ist eigentlich egal. Hauptsache das Gerät gemacht, wenn ich ist. Ja, es ist halt Mist, dass die Ecken liegen bleiben, aber gut. Den Rest kann man noch nachträglich wegmachen. Sonst muss ich eh wegmachen, von daher. Nicht schlimm, wenn da mal was liegen bleibt. Bin ich perfekt. Das mache ich jetzt alles nachträglich dann weg. Und ja. Muss gleich mal schauen, wie lange wir aufnehmen, weil mehr wie 25 Minuten will ich nicht aufnehmen. Aber wir sind eh drüber. Aber gut. So, wir halten kurz mal an. Ich schaue mal nach und dann bin ich drüber da. Ja gut. Noch 20 Minuten würde ich sagen, dann passt das. Wenn es mal wahrscheinlich 35 Minuten oder so etwa. Und aber den Rest mache ich dann, wenn ich halt nicht, nicht mehr aufnehme. Der Trecker ist echt flott unterwegs. Wenn er nicht mit den Bergen zu kämpfen hat. Aber ich freue mich schon, wenn ich jetzt
mal mit dem Mähdrescher fahren darf. Beim letzten Mal, wo ich noch nicht aufgenommen habe, da habe ich hier Kartoffeln geerntet. Es war eine Qual. Mehr sage ich nicht. Und dann hatte ich die falschen Maschinen, die normalen Kartoffelmaschinen. Da gibt es noch so andere Maschinen, das wusste ich aber nicht. Hat mir ein Kollege gesagt. Und dann sagt er zu mir, ja, du kannst aber auch damit fahren. Da habe ich mich geärgert, dass ich mich mit den Standard-Kartoffelmaschinen abgequält habe und dabei hätte ich die auch fahren können. Aber gut. Ist halt so gewesen. Ah, oh, sind wir recht zügig fertig heute. Ja, zum Abschluss fahren wir dann nochmal einmal rum um das Feld und dann sind wir fertig. Da hoffe ich darauf hin, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn ich doch nicht so viel gesagt habe. Ja. Wäre schön, wenn ein paar Leute mit dazukommen. Dann wird es auch mehr Unterhaltung geben. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Komm, fahren wir ein bisschen rein hier. Umso mehr, umso besser. Ich hätte nämlich nur immer die Hälfte weg und den Rest lässt auch stehen. Ja, kann ich noch ein drittes Mal fahren und dann passt das. So Leute, wie in dem Sinne, bin ich gleich fertig. Da fahren wir noch einmal drum rum. Den Rest noch. Eigentlich hätte ich es, wenn das Video jetzt noch ein bisschen länger gedauert hätte, hätte ich das danach im Video gemacht oder so. Aber jetzt gleich nochmal rum und dann passt das. So, das waren die groben Arbeiten. Ja, beim Sehen will ich mal überlegen, ob ich dann ein Video mache. Wenn nicht, seid ihr allerspätestens beim Mähdreschen dabei. Aber ich denke beim Sehen schon. Da muss ja auch gemacht werden. Der Baum ist der nächste, der abkommt. Ja gut. Oh, geht's ein bisschen. 9 km/h geht das hier hoch.
Hey, ich wollte eigentlich schon länger was machen auf meinem YouTube-Kanal, aber bin da als nicht dazu gekommen. Weil 16K, ja, ist echt geil. Ich hoffe, dass ich bald mit 600, wie gesagt, bald Glashäuser will das machen, bald, dass ich dann mit dem schnelleren Internetanschluss surfen kann. Weil das fuckt mich so ab. Mit so einer Lamsange in 16K Leitung. Gott. Das ist echt Katastrophe. Aber gut. Das ist ja welthoffentlich Geschichte. So Leute, dann wäre es das gewesen. Dann würde ich sagen, dann seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst gerne ein Abo da, einen Kommentar oder ein Like. Dann würden wir uns beim nächsten Mal sehen. Gaming TV meldet sich ab. Ciao.